Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Bioshock 2. Beim letzten Mal haben wir die wahrscheinlich letzten Little Sisters gerettet. Oder letzte Little Sister. Haben uns jetzt hier einmal mit allem Möglichen, was wir noch finden konnten, vollgepumpt. Sind jetzt hier bei der letzten Adam-durchsetzten Pflanze, die wir einsammeln sollen. Und ich schätze mal, damit geht es dann relativ zügig dann auch zum Endboss jetzt. Deswegen sammeln wir es einfach mal ein. Schon lange aufgegeben. Ziel abgeschlossen. Sammle Adam durch die Pflanze. Okay, Kumpel, es wird Zeit, die Fische zu füttern. Geh zurück zu Alexanders Tank und wirf die Pflanzen rein. Armer Gilbert. Es war sein Wille zu sterben, Delta. Um der Allgemeinheit zu dienen, indem er sie vor seinem Wahnsinn schützt. Deine ganze Mission hier basiert auf deiner Weigerung, ebenso zu handeln. Wirst du ihm seine Bitte gewähren, wissend, dass er dem Kollektiv gedient hat? Wie? Oh, sorry, wollte ich nicht unterbrechen, aber ich wollte mir nochmal den ganzen Scheiß aufmunitionieren, weil hier noch Geld liegt. So. Deine Geburt, hm? Klar, man lebt ewig, aber ohne den Körper. So, nochmal ein Verbandskasten. Ich mag meinen Körper, mein Junge. Mir gefällt die Vorstellung nicht, dass meine Erinnerungen und meine Persönlichkeit im Kopf eines heiligen Kindes gespeichert werden. Wie irgendwelche Bücher, die in einer Bibliothek herumstehen. Ja, da hat der liebe Sinclair doch schon irgendwie recht. Aber das war doch voll drin. Okay, Junge. Man. Ich momentan hier die ganze Zeit Leben verliere, das geht auch auf keine Kuhhaut. Muss das Wetter sein? Es ist verdammt warm draußen. Ich glaube, wir haben so 30 Grad oder so draußen. Das ist echt heftig. Ah, der ist Schrott mittlerweile. Da haben wir noch den letzten Verbandskasten wieder. Sehr schön. Und das Gute ist, die Verbandskästen laden auch ordentlich Leben auf. So. So. Geht's hier noch weiter. Panzerbrechend haben wir. So, jetzt hier oben hin. Wahrscheinlich hier ein Apparat, die Pflanzen da reinschmeißen. Ich gehe nochmal hier an die Munitions... El Bandito for Munition. Der kaufen wir uns nochmal ein paar Speere. Und auf jeden Fall Spielteilgranaten. Kann man immer gebrauchen. Autohackpfeile brauchen wir nicht mehr. Also 4 Stück sollten genügend sein. Jedenfalls hoffen wir das mal. Probeninjektionssteuerung aktivieren. An alle... Okay. So viel zu... Das ist dann vorbei jetzt gleich. Wie lange muss ich jetzt hier durchhalten? Was muss ich machen? Fehlt der Pfeil. Wahrscheinlich muss ich jetzt erstmal die Wellen hier besiegen. Was das jetzt? Bist du es, Mann? Du willst mich überlisten mit dieser Bestechung? Diesem Almosen? Diesem Allerbrüchenden? Ich verfluche dich, Delta! Okay. Perfekt, mein Junge. Du hast ihn am Haken.
Benutze jetzt die Konsole, um ihm eine DNS-Probe zu entnehmen. So sollte automatisch ein Genschlüssel hergestellt werden. Okay, machen wir doch. Du hast den Schlüssel zu Lambs Versteck, Junge. Jetzt brauchst du nur noch zu der Oxyfill-Station zu gehen und ihn benutzen. Okay, das war der eigentliche Plan. Gut, dann geht's ja noch ein bisschen weiter. Es ist vollbracht. Mit dem Druckknopf zur Entsorgung der Proben auf der Bedienpaneele vor Ihnen schicken Sie einen massiven Stromschlag in den Tank. Mehr als ausreichend, um mich zu töten. Egal, was ich sage, um Sie davon abzuhalten, hören Sie nicht auf mich. Der Mensch, der ich einmal war, existiert schon lange nicht mehr. Während mein Geist erlischt, muss ich an das Leid denken, das Eleanor wird ertragen müssen. Und Mitleid übermannt mich. Aber ich kann nur meine Gebete anbieten. Vielleicht können Sie nach meinem Tod mehr ausrichten. Und jetzt bitte ich Sie, mir Frieden zu schenken. Leben Sie wohl, mein Freund, und meinen aufrichtigen Dank. Du musst mich nicht töten, Delta. Ich gehe aus. Ich will draußen leben. Damit wirst du draußen nicht leben. Und eigentlich... Ah, das ist schwierig. Aber ich glaube, ich werde das machen, weil er hat eigentlich nichts mehr zu Lebenswertes mehr. Und der eigentliche Mensch ist ja auch schon tot, vollkommen zugespleist. Gut. Vielleicht war es doch etwas übertrieben. Warum ist das Ding jetzt wieder da? Ah ne, da fällt es in sich zusammen. Okay, vielleicht war es auch etwas übertrieben, aber es am Leben zu erhalten war auch nicht wirklich eine Alternative. So, nochmal vollpumpen. Und auf zu unserer gemeinsamen Freundin Lamb. Ready. Ready to rumble. Blub, blub, blub. Ich finde das so super, hier unter Wasser zu laufen. So. Das ist die Oxyfill-Station, Chef. Aber lass dich von der Fassade nicht täuschen. Das ist der Eingang. Benutz jetzt den Schlüssel. Okay. Ah. Sehr gut. Lärmversteck, ja. Okay, dann gehen wir hier mal das Ding ablassen. Wie sagen wir, sollen runterfahren, das heißt, wir kommen gleich zu einem wunderbaren Fahrstuhl. Yay, Fahrstuhl fahren. Was kann denn da bloß passieren? Holy shit, was liegt hier noch alles rum? Erstmal noch ein Tagebuch, das wir uns auch direkt einmal anhören. Ich höre irgendwas da hinten, das ist unser Ziel. Gut, hören wir jetzt erstmal das Tagebuch an. Eleanors Zustand könnte sich letztlich als Segen erweisen. Frühere Splicing-Tests ergaben null Genschäden aufgrund ihres Zustands als Little Sister. Es scheint, dass sie unser neues Medium ist. Dies läuft allerdings nicht auf eine reine Persönlichkeitsspaltung hinaus. Raptures Genie wird in ihrer neuen DNA kodiert sein und es wird sich willkürlich in den gewünschten Erscheinungsformen zeigen. Ein Utopist kann nicht auf einen einzigen Wurf des genetischen Würfelspiels beschränkt werden. Wenn es nötig ist, wird sie Komponistin sein, Tänzerin, Ingenieurin. Sie wird wahrhaft die Tochter des Volkes sein. Okay, gut. Dann
sag ich mal. Abwärts. So. Persephone, wir sind endlich da. Finde Eleanor, mein Junge, und zwar schnell. Ihre Mami hat ganz Rapture mobilisiert, um zu verhindern, dass ihr zusammenkommt. Die Help Rapture habe ich auch schon umgelegt, also so viel kann das gar nicht mehr sein. So. Gut. Haben wir noch ein ganzes Kapitel jetzt vor uns? Okay. Insassenkontrollpunkt. Okay. Oder ein Rechtsteil, Geld rum. Und ich denke, jetzt halt hier ist jetzt der Endbosskampf und dann. Nö, nö, natürlich nicht. Was haben wir hier? Failsafe Industries, okay. Gut. Wow, noch mehr Failsafe Industries. So. Was sieht schon cool aus hier so. Stadt so ein bisschen. So, oder hier auch. Bisschen undicht hier. Vater, komm schnell! Ich sitze in einem Käfig fest. Irgendetwas stimmt nicht. Ich kann nicht viel schneller, außer ist das eh geskriptet. Ist nicht so, wie ich jetzt hier drei Stunden stehe, dass nichts passiert. Ich frage mich, Delta, weißt du, warum du hier bist? Eleanor finden. Hast du überhaupt eine Ahnung, was meine Tochter dir gegeben hat? Wenn ich dich jetzt so ansehe, beneide ich dich um deine Unwissenheit. Du glaubst immer noch. Ja gut, manchmal muss man etwas glauben, um etwas zu erfahren, aber erstmal Waffen aufmotzen. Mehr MG, weniger MG-Rückstoß, sehr gut. Immer gut zu gebrauchen. So. Nochmal ein Mini-Geschütz. Nochmal was für die Munition. Fuck. Bin ich da? Dö. Komm schon. 20 Sekunden noch. Kann ich den ja gleich nochmal hacken in der Zwischenzeit. Diesmal schaffen wir es auch. Erfolgreich zu hacken. Ja, das ist cool. Ich habe mich in der Ecke versteckt und sie haben mir vorbeigeflogen, weil sie es nicht gesehen haben. Ja, Fallnieten. Einmal voll mit Fallnieten machen. Und dann hacken wir das Ding noch. Oh, jetzt habe ich das Blaue übersehen. Egal. Items brauchen wir so kaum noch. Aber wir können uns jetzt diese beiden Roboter hier noch hacken. Autsch. Der ist doch noch drin. So. Und den hier auch. Den gleichen Fehler wie gerade. So, auch am Laufen wieder. Haben wir noch zwei Freunde. War der Alarm nicht ganz so schlecht. So. Da haben wir noch einen. Können wir den nicht. Achso, können wir nicht aktivieren, weil wir haben ja jetzt schon zwei. Anscheinend kann man nicht mehr haben. Wir sind. Das sieht irgendwie alles sehr artig aus. Dann haben wir noch eine Eve-Spritze, die wir nicht aufnehmen können. In dem Schrank haben wir auch kaum noch irgendwas. Ein bisschen Geld, okay. Auch wieder ein bisschen Kram. Hier haben wir noch ein Tagebuch. Das hören wir uns auch direkt mal an. Persephone. Die geheime Heimat von Sinclair Solutions. Ich habe gegen Ryans Vision von der großen Harmonie gewettet. Hab ihm einen abgelegenen Ort geboten, wo er die hinschicken konnte, die nicht ins Konzept passten. Und jetzt sitze ich in meinem eigenen, privaten Think Tank. In
In Utopia sollte es eigentlich keine politischen Gefängnisse geben müssen, oder? Aber wenn man so lange dabei ist wie ich, dann riecht man schon, was kommen wird und wo sich ein Geschäft auftut. Holy shit. Gut, da gehen wir beim nächsten Mal rein, würde ich sagen, weil das sieht jetzt wirklich nach Ende, Endkampf und so schon so ein bisschen aus. Wenn ich so an den letzten Teil denke, waren auch so riesen Leuchtdinger. Aber ist gut, das habe ich ja auch bei dem Alexander gedacht. Aber beim nächsten Mal sehen wir uns das ja näher an. Tschö mit Ö. Ciao. Mit V.